Ja, das ist ein großes Kampfgebiet. Wo ist die Kugel? Erstmal die Kugel. Wenn wir die Kugel an uns reißen können, können wir auf alle Leben scheißen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Control. Folge 90, hier waren das mal stehen geblieben, hier geht's richtig weiter. Ganz viel Spaß beim Let's Play und los geht's. 90. Folge schon, Mensch. Wenn man jetzt die zweite Erweiterung noch mit dazu rechnet, dann werden wir wohl auf jeden Fall 100 Folgen erreichen bei Control. Und das ist eine sehr, sehr schöne Länge, muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal ein neues Areal. Aha, wir kommen zum letzten Fragezeichen. Hier ist die Tür. Ne, Moment. Doch. Ja? Ja. Ich hab den Schild angemacht, verdammte Scheiße! Warum ging der denn schon wieder nicht? Oh. War natürlich nicht diese Tür. Finden wir jetzt, wir sind ja schon richtig. Lalalala. Ja, ich finde, die sind zu überpowered, Alter. Auch wenn es ein Level 8 Gegner ist. Dass der mit einem Wurf mir über die Hälfte Leben abzieht, ist einfach lächerlich. Wirklich. Es ist Quark. Wir möchten halt mehr Energie, Alter, eigentlich noch. Aber ich glaube, wir haben ja schon so viel Energie. Ja. Ja, komm mal. Ist so schon wieder einer von euch, Alter, wirklich. Kann ich echt drauf verzichten? Schön. Haben wir noch unsere Freude gehabt mit. War schön. Auf jeden Fall. Sind wir hier reingegangen? Ja. Was ist denn hier? Forschungsstation Delta. Aha. Oh, wo bist du? Ist keiner da. Kannst mal mitmachen hier gegen den Typen. Wäre cool. Ach. Scheiße hier. Was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein Bullshit, Alter?
Ja, sicher. Sicher krieg ich keine Leben. Ich muss auch mit so einer mächtigen Waffe einfach sowas machen. Ja, sicher, Alter. Nein, egal. War das wieder knapp aus, wa? Hier ist jedenfalls viel. Leider nicht das, was sie suchen. 41 Tage seit dem Eintrittstag, wie unsere historische Ankunft im ältesten Haus heißt. Die Moral ist lange tot und fängt an ziemlich zu müffeln. Meine Forscher behaupten, eine Präsenz beobachte sie. Viele hatten Nervenzusammenbrüche oder wurden evakuiert. Eine gute Neuigkeit ist, dass ich neue Freunde habe. Ich habe sie in den tieferen Höhlen gefunden. Ich kann sie schwer beschreiben. Eine Art Avantgarde-Skulptur eines Menschen. Ich nenne sie die Id. Sie sind friedlich. Ja, sogar höflich und ruhig. Im Gegensatz zu meinen lieben Kollegen. Die meisten Aids sind scheu. Einige aber auch neugierig. Während ich meine Notizen machte, bestaunte einer meine Skizzen. Ich bot ihm meinen Stift an, doch das vertrieb ihn. Was sind die Id? Bewohner? Gefangene? Sie erinnern mich an die Golems aus kabbalistischen Schriften oder eine Art Homunculus. Trotz besseren Wissens gab ich ihnen Namen. Sie heißen Herkules, Adam, Lilith, Kopernikus, Mabel ist die mutigste. Eine lustige Truppe. Abenteuer angenommen. Liebster Mr. Talbot. Meine herzlichsten Glückwünsche. Sie haben erreicht, was nur wenige andere geschafft haben. Meine Neugierde gehört ganz Ihnen. Ich wäre nicht fasziniert, wenn die Regierung der Vereinigten Staaten einen erfahrenen Höhlenforscher anfragte, um die Tiefen einer unvergleichlichen Höhle zu erkunden. Ein unterirdischer Kanal unter dem Herzen von New York ist an und für sich bereits eine spannende Angelegenheit. Ich habe von Kentucky bis Kathmandu alle bekannten Höhlensysteme erforscht. Doch eine Formation unter Amerikas ureigenem Big Apple ist eine willkommene Überraschung. Wecken eindeutig große Erwartungen. Enttäuschen Sie mich nicht. Ich habe beschlossen, diese mysteriöse Höhle selbst zu begutachten. Mein Assistent wird Ihnen die Details meiner Ankunft mitteilen. Von Ihnen gewünscht werde ich der Presse keine Ankündigung machen. Ich kann jedoch nicht garantieren, dass Ihnen meine Reisepläne entgehen. Die Welt lechzt kontinuierlich nach Robert Ricardos nächster großen Unternehmung. Das ist die Bürde eines abenteuerlustigen Weltenbummelers, wie ich es bin. So ist es nur einmal das Forscherleben. Das Abenteuer ruft Bob Ricardo. Jetzt tatsächlich weiter. Wir können hier jetzt wahrscheinlich den Durchgang freimachen, genau. So, perfekt. Und wir sind wieder am Start. Sehr schön.
Damit haben wir uns hier den Durchgang gebaut. So hat sich der Kampf wenigstens doch nochmal gelohnt. Jetzt können wir weiterdringen, auch wenn wir jetzt tatsächlich kaum noch leben. Ja. Ach. Ah, da kommst du mir gerade recht mit deinen paar Leben. Super. Wow. Geht. Ach, wenigstens leben. Damit lässt sich doch arbeiten. Warte, ist das euer Ernst? Doch keiner mehr. Was war dieses Teil? Ah, da. Astralstachel. Astralstachel sind metastrukturelle Wesen aus der Astralebene. Ihre Existenz wurde bestätigt, als ein einzelner Stachel durch den Geist eines Astralnauten in unsere Dimension kam. Weitere Details zu Agent Gibson gibt's in den Bericht. Astralstachel scheinen jenseits der physikalischen Gesetze unserer Dimension zu existieren. Sie ähneln keinem Lebewesen oder belegtem Objekt, auf das wir bisher getroffen sind. Sie unterscheiden sich sogar von Astralkopien, obwohl sie beide aus der Astralebene stammen. Stacheln sind extrem gefährlich und stoßen einer Frequenz aus, die organische sowie anorganische Masse in der unmittelbaren Umgebung mit katastrophalen Ergebnissen spaltet. Die Beschaffenheit dieser Frequenz zu bestimmen ist aus offensichtlichen Gründen schwierig, aber die Abteilung für Parakinesiologie setzt ihre Forschung weiter fort. Der vollständige Bericht befindet sich in Akte. Blablabla. Also, das waren also die Notizen, um die Pope gebeten hatte. Wir sehen nochmal kurz da. Haben wir doch alles vollständig hier gehabt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, passt. Achso, aber das hatten sie doch. Der Stachel da. Wo geht's lang? Weiter eigentlich? Oh, hi. Okay, jetzt sind wir nämlich hier. Hier macht's auch Sinn. Hier ist erstmal wieder ein Kontrollpunkt. Sehr schön. So, natürlich scheint es nicht weiterzugehen. Müssen wir rüberspringen. Zentrale Höhle, interessant. Direktorin Faden hier. Schicken Sie mir Verstärkung. Schön, eine Direktorin im Einsatz zu sehen. Richtig zu sein. Ich wollte hier aber noch gar nicht hin, ehrlich gesagt. Ich wollte erst mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Dahin?
So. Geil. Hier geht's zu Knotenpunkt. Ey, Moment. Ist doch offen. Achso. Hier sind wir, ja. Ja, das kennen wir ja. Und dann bin ich immer nicht weiter. Kann man hier einfach durch. So einfach. Hier soll offenbar noch was sein. So, ja. Hier ist nur Ende. Das heißt, hier gibt es noch was zu looten. Noch. Oh, versteckten Ort gefunden. Ein Fähigkeitenpunkt. Geil. Feier ich ab. Gut, dann haben wir jetzt alles. Hier ist die Direktorin. Ich brauche sofort einen Ranger an diesem Standort. Da hat es ein großes Kampfgebiet. Die Kugel. Um sie rum. Erstmal die Kugel. Wenn wir die Kugel an uns reißen können, können wir auf alle Leben scheißen. Komm, yes. Ciao. Kampf ist schon mal unser, oder? Ja, komm mal da. Schon doch noch mehr Schaden, als möglich ist. Aber ich werde einfach sofort wieder geheilt. Kugel lebt leider auch nicht mehr so lange. Ja, sicher. Flankenmanöver! Wir machen das! Das ist ja schon wieder so ein Penner. Wie scheiße, Mann! Flanke, jetzt! Ja, ja, ja. Keiner mehr. Wir haben's. Oh. Soweit auch nicht mehr. Gut. Dann können wir weitergehen. Ranger hier mit oder nicht? War nur Kampfunterstützung. Letztes Mal ja auch schon. Wow. Ja, nochmal zwei Loot Drops. Bisschen was bringen. Okay.
Okay, und dann würde ich jetzt auch schon mal sagen, war es das wieder für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Und hier ist auch schon das Tor tatsächlich. Das vier. Letzte Tor. Nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vor der nächsten Folge geht's hier weiter. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.